Herzlich willkommen auf geldmachtliebe.tv aus Gran Canaria. Wir befinden uns hier im Norden der Insel in Las Palmas, in der Hauptstadt. Mein Name ist Michael Friedl, ich bin der Service-Producer, wie es so schön heißt, von Seven Islands Film, eine örtliche Serviceproduktion, die hier das Filmservice durchführt. Wir haben hier zwei Motive auf Gran Canaria. Eines hier in der Altstadt von Las Palmas, der Zone Vegeta, die hier hinter mir sehen. Es gibt sehr viel Fremdenverkehr und wir müssen natürlich die ganzen Menschenmassen, die hier durchlaufen und sich natürlich die Altstadt ansehen wollen, hinter der Kamera bzw. auf Teile umleiten, damit sie nicht unsere Dreharbeiten stören. Dazu haben wir 8 Absperrpersonen, wie sie heißen im Filmjargon Blocker, die das bewerkstelligen. Das andere Motiv liegt im Süden der Insel, ca. 60 Kilometer an der Ostküste entlang. Das ist eine wunderschöne Sandbucht. So, also wir sind jetzt hier am Strand von Gran Canaria. Da unten wird schon die Schiene aufgebaut. Bitte Ton ab! Läuft! Silenzio! Während der Vorbereitungsarbeiten mussten wir natürlich abklären, welche Infrastruktur wir benötigen für diesen Dreh. Es wurde das Kameraequipment natürlich von Deutschland mitgebracht. Den Rest konnten wir hier vor Ort stellen. Ein relativ großer Aufwand hier, so ein Filmdreh. Von Lichtequipment über den ganzen Fuhrpark. Wir haben hier ungefähr 15 Autos am Start. Dann haben wir natürlich ein Catering-Mobil, wo hier vor Ort das Team mit Verpflegung und Getränken versorgt werden kann. Dann haben wir natürlich auch die ganze Kompasserieabteilung. Es macht eigentlich sehr viel Spaß, mit so einem gemischten Team zu arbeiten, mit einem internationalen Team sozusagen. Ja, das wäre erstmal alles.